Hallo Leute, hier ist wieder euer Banana Brother Chili und willkommen zurück bei Let's Play Terranigma. Oh, Roy, ich hätte nie gedacht, dass ich dir helfen könnte. Tritt zurück, ich blase mit meinem Ballermann ein Loch in die Wand. Halte dir die Ohren zu, Feuer frei! Na, dann mach mal. Piu piu. Auch nicht schlecht. Geh nun. Ah. Komm her. Da, 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 da. Egal. Auf jeden Fall gehen wir jetzt einfach mal hier lang. Und fetzen natürlich hier noch die Viecher weg. Die haben uns sexuell belästigt. Warum? Keine Ahnung. Ach ja, und diesmal bin ich auch wieder alleine hier. Also ohne Kommentator. Ja. Okay. Ich habe morgen Spätschicht und die anderen müssen morgen früh arbeiten. Deswegen ohne Co-Kommentator. Deswegen und aus keinem anderen Grund eigentlich. Na, jetzt schauen. Hier ist doch irgendwas, oder? Ah, ne, sieht nicht so aus. Bam. So, okay. Auch wieder tot. Oh, Mayo, okay. Na, grüß dich, Mayo. Wir gehen aber erstmal hier ran. Vital-Elixier. Ich sehe es. Beruga versucht mit einem Luftschiff zu fliehen. Die Tore des Schiffs sind bereits verschlossen. Wir müssen eine der Luken öffnen. Er darf nicht entkommen. Okay, okay. Jetzt nehmen wir erstmal das Vital-Elixier. Mehr Life für mehr Life. Ja. Way. Und schauen wir mal hier rein. Ah, Mylin. Wir müssen alle Schalter gleichzeitig betätigen. Chili, beeil dich und geh in deinen Raum. Ja, ja. Chill. Schauen wir mal hier lang. War doch so einer. Na, gib uns Geld. Gib uns Geld. Och, Arschloch. Geizhals. Okay, ich glaube, das könnte unser Raum sein, aber da gehen wir noch nicht hin. Wir wollen natürlich noch ein bisschen erkunden. Dann müsste hier ja eigentlich fast Perry sein. Dann wären nämlich alle da. Ja, und hier ist Perry. Es gibt in 4 Räumen Schalter. Mayo, Mylin und ich sind in 3 Räumen. Chili, geh in den 4. Raum. Bam. Haha. Way. Way. Schauen wir mal, was wir hier noch finden. Ah, okay. Jetzt absolut nichts. Und hier scheint es danach weiter zu gehen, oder wie? Yep, da scheint es danach weiter zu gehen. Okay, egal, wir haben es immerhin mal erforscht. Wäre da ein Weg gewesen, dann hätten wir den jetzt auch zumindest gesehen. Gib uns Geld. Dann machen wir das mal. Das muss der Schalter für die Fenster sein. Chili, hörst du mich? Wenn ich rufe, müssen wir alle Schalter gleichzeitig drücken. Bereit? Jetzt! Okay. Ich denke jetzt einfach mal, dass wir den rechtzeitig gedrückt haben. Weil machen konnten wir eh nichts. Schauen wir mal, ob der Weg eventuell da jetzt frei ist. Ey, du entkommst uns nicht. Bam! Yep. Oh, okay, der Weg ist auf jeden Fall frei. Mal links lang. Ha? Okay. Ah. Wow. Okay, wir sind draußen.
Da ist Roy und Fieder. Na, Fieder. Chili, diese Maschine heißt Computer. Sie ist Herz und Gehirn dieses Schiffs. Es gibt genau 7 Computer an Bord, die das Schiff steuern. Fallen alle aus, wird das Schiff abstürzen. Chili, dies sind Zeitbomben. Hefte sie an die Computer. Wir teilen uns auf. Viel Glück. Wir erhalten Zeitbomben. Wer sagt uns, dass die Zeitbomben nicht einfach mal in unserer Box in die Luft gehen? Egal. Von einem Turm zu springen erfordert viel Mut. Auch ich liebe das Risiko. Deine Art gefällt mir. Gleich folgt der große Showdown. Okay. Ich würde sagen, dann legen wir uns die 7 Zeitbomben schon mal an.